So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht gleich richtig. Und ja, dieses Video gehört unter der Kategorie schwachsinnigste Videos bei mir. Ja, aber ihr habt gelesen. Es geht einfach nur um ein Magazin und zwar das Lego Ninjago Magazin Nummer 74 mit den Totenkopfmagier. Und die limitierte Karte LE5 der Lego Ninjago 6. Ja, es ist wirklich sowas von schwachsinnig. Aber meine, ich sag's mal, Verwandten, Brüder, Kollegen, Freunde, die wollten mir eins auswischen. Ihr wisst, der Totenkopfmagier, am Anfang, wo ich das erste Magazin angeboxt habe, als es raus ist, ich mag ihn nicht. Weil der hat ja keine Füße, kann man nur hinstellen als Armee. Ja, habe ich so gesagt, drei links, drei rechts, irgendwas bewachen oder sowas, würde der gut aussehen. Dann ist mir das ja gekommen, das ist dieser hier, weil das ist einfach so. So hat er mir nicht gefallen, gebe ich offen und ehrlich zu. So, dann ist mir die Idee gekommen, halt stopp, der hat doch in Wirklichkeit Flügel. Also habe ich mir die Batman-Flügel bestellt und dann sah er schon wieder ganz anders aus. Dann gefiel er mir. Dann konnte ich mir vorstellen, irgendwie so ein Berg, so eine ganze Armee mit den Drachen im Hintergrund. Aber eben auch nicht übertrieben viele. Und das haben eben meine ganzen Freunde, Verwandten, wollten mich ärgern. Ich besitze ja schon über 30 Stück. Von den Totenkopfmagier haben alle zusammengeschmissen, haben über 2 Wochen jetzt immer, wenn sie was gesehen haben, mal mehrere gekauft, mal weniger. Und deswegen geht es jetzt mal wieder um 20 Lego Ninjago Magazine, aber nur die Nummer 74 mit den Totenkopfmagier. 8, 12 nochmal dabei. Sind genau 20 Stück. So, jetzt habe ich aber ein Fauxpas gemacht. Ich habe sie in einen engen Rucksack gesteckt, weil ich mit dem Fahrrad dahin gefahren bin. Einige limitierte Karten sind es nicht mehr wert, sie zu sammeln. Die sind kaputt, zerknickt. Und wie viel ich anschließend nach diesem Video habe, das wollen wir jetzt mal gucken. Wie gesagt, 20 Mal den Totenkopf machen wir. Ja, Freunde, ich freue mich so. Genau das Gleiche könnt ihr machen, wenn ihr das Video seht, von das brandneue, aktuelle Lego Ninjago Magazin, nämlich den Inselbewohner. Richtig cool. Da wäre es auf jeden Fall, damit würdet ihr mir eine Freude machen. Das steht auf jeden Fall fest. Das ist so. Aber nichtsdestotrotz, ach, brauche ich nicht abrubbeln, weil ich dir gleich wieder komplett öffne und meine Kiste reinpacke. Dann wäre das Abrubbeln unnötig. Aber bei limitierten Karte eben. Ja, und weil ich ja die schwachsinnigen Videos mache, deswegen habe ich immer so viele limitierte Karte, die auch anschließend hochwertiger werden. Weil die magazinlimitierte Karten, ich sage es ja immer wieder, werden hochwertig. Booster, wegtun. Karte. Beobachten, einen leichten Knick, aber einen leichten, kann man noch wegpacken, weil wie gesagt, das war ein absolutes Fauxpas bei mir, dass ich sie in einen Rucksack gesteckt habe und ihr kennt ja so Rucksäcke, da passt nicht viel rein, dann hat man die so ein bisschen reingedrückt und dann wurden die, wo ich sie rausgeholt habe, waren die zerknickt. Aber dafür habe ich 20 neue Totenkopfmagier, die ich eigentlich nicht mochte. Aber ich werde mir auch nicht für alle die Flügel bestellen. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, einmal 10, einmal 20 Flügel. Ich werde sie nicht alle für den Totenkopfmagier verwenden, weil da gibt es noch andere Figuren, die ich mit den Flügeln ausstatten möchte. Zum Beispiel die Original-Batman-Figuren, die so einen Stoff haben. Ich finde die mit den Flügeln
schöner. Aber so 10, 15 Stück opfer ich für den Totenkopfmagier. Ich kann mir ja noch welche bestellen. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir in die Kommentare. Habt ihr die Totenkopfmagier? Habt ihr euch auch schon Flügel bestellt? Wie oft habt ihr denn? Schreibt ruhig, ich habe bloß 5-mal, 4-mal. Es ist vollkommen egal, man braucht den nicht so oft. Gebe ich immer, ich sag mal so, 4-mal, die rechts und links irgendwie an der Tür, an der Höhle stehen oder irgendwas bewachen. Wäre absolut ausreichend. Aber dass ich eben jetzt so viele wieder habe, jetzt 30, 20, ja, müsste jetzt an die 60 Stück, glaube ich, kommen. Das reicht wirklich, Kollegen, Freunde, Verwandten. Es reicht. Wie gesagt, das Neue, den Inselbewohner in die Farbe, könnt ihr mal machen. Oder eben einen anderen. Ja, legendäre Magazin vielleicht. Da sind auch den Geist, den finde ich richtig klasse. Da könnt ihr es machen. Aber besonders eben bei den neuen Inselbewohner. Da könnt ihr es, dürft ihr, so oft ihr wollt. Und den Totenkopf machen. Jetzt habe ich an die 60 Stück davon. Wie gesagt, das ist übertrieben viel. Ich weiß es. Es ist wahnsinnig übertrieben. Aber ich habe es jetzt. Oh, bis jetzt geht eigentlich noch die Ausbeutung der limitierten Karten. Aber ich habe es ja vorhin gesehen. Da sind ja einige draufgegangen. Aber im Moment sind sie alle noch stabil. Und auf jeden Fall, ich habe wieder 20 Booster der Lego Ninjago Serie 6, die Insel, werde ich natürlich gleich aufmachen, auch mal nicht vor die Kameras. Da habe ich ja so viele noch und vielleicht ist ja meine Sammelmappe voll, dass ich endlich meine Sammelmappe vollständig präsentieren kann. Wer weiß. Gut aus mit der limitierten Karten, die im Moment in Ordnung sind. Die LE5 sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Magazine ausgepackt. 11 in Ordnung. Limitierte Karten. Oh, waren das doch, da, ich sehe es schon wieder. Jetzt gleich kommen sie. Aber auf jeden Fall mehr als die Hälfte schon die limitierten Karten gerettet, die LE5. Jetzt kommen welche, die sind geklickt. Die haben hier größeren und von hinten weiß die erste, die wegkommt. Aber die Figuren sind ja alle in Ordnung. Die ich eigentlich nicht so mochte. Ich mag sie auch im Prinzip immer noch nicht, aber sie sehen eben cool aus mit den Flügeln. Das ist so. Aber vielleicht so einen Stamm davon machen, so irgendwie in der Seite rum und dann in der Mitte oder auf den zulaufen die neuen Inselbewohner. Farblich passt das zusammen. Schwarz, rosa, pink. Würde absolut zusammenpassen. Die ist hier eingeknallt. Ah, von hinten auch. Die zweite, die wegkam. Ah, es werden doch noch ein paar mehr unlimitierte Karten, die weg können. Dritte. Ups. Na dann, doch. Oh, die ist wieder topfit in Ordnung.
Oh, die ist auch in Ordnung. Ja. Doch nicht so viel. 3 oder 4. Dann kommt ja noch ein Magazin. So, hier ist das 20. und letzte Lego Ninjago Magazin Nummer 74 mit den Totenkopfmagier und die limitierte Karte LE5. Und die ist auch in Ordnung. Oh, da ist der Schaden doch nicht so groß, wie ich erst vermutet habe. Also, das war jetzt der 20. Totenkopfmagier. Ich hätte ja auch eigentlich schreiben können, 20 und 1. Warum? Einen habe ich so dabei gekriegt. Das sind 21. Also, jetzt müsste ich an die 60 Figuren kommen. 21 Totenkopfmagier, jetzt gleich zum Auspacken. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Lego Ninjago Serie 6, die Insel LE5 Heilewald. 17 Stück, 3. Ah, Verlust, es ist zwar traurig, aber trotzdem, ich habe wieder 17 limitierte Karten. 20 Booster der Lego Ninjago Serie 6, was genial ist. Ich werde jetzt 21 Tüten auspacken von den Totenkopfmagier und hier mit reinpacken. Dann müsste es voll sein, weil die sind ja etwas breiter durch den schwarzen Totenkopfmaske, durch den Hut. Passen hier vielleicht maximal 60 Stück rein. Aber eben wie gesagt, mit den Flügeln finde ich die auf jeden Fall angenehmer, cool anzuschauen. Oder was meint ihr? Aber nichtsdestotrotz, ich versuche natürlich irgendetwas von den neuen Lego Ninjago Sets unter ein Video zu verlinken. Das wisst ihr, ich werde jetzt die Tüten auspacken, zusammensetzen, in meine Kiste packen und dann mal schauen, was ich heute noch für ein Video mache. Aber ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare. Und ja, ich weiß es, es ist absolutes schwachsinniges Video gewesen, weil 20 Mal das Gleiche oder dasselbe davon keine Armee machen kann, drängt daran, Freunde, Kollegen, Verwandten, das neue Ninjago-Magazin mit den Inselbewohnern perfekt, andere auch, vielleicht das legendäre noch, da fehlen mir noch ein paar Geister, habe ich auch noch nicht so viel, aber ich brauche den nicht mehr. Habe ich jetzt an die 60 Mal, es reicht, Schluss, aus, vorbei. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare zu die Figur hin, mit Flügel, ohne Flügel, was euch besser gefällt. Und dass es eben ein schwachsinniges Video ist, weiß ich. Neues Set von der Lego Ninjago verlinke ich euch unter ein Video. Und das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.